Heute zeigen wir dir das neueste Parfüm von Jean Paul Gaultier, und zwar das La Belle Fleur Terrible aus dem Jahr 2022. Und ich habe es bestellt und jetzt ist es da. Let's go! Wir gucken jetzt hinein! Haarlos gerissen. Du hast bestellt bei Alina. Alina. So. Oh, das ist süß. Das muss ich vorlesen. Hier steht: Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Oh, von Coco Chanel. Das passt. So, hier haben wir auch diverse Duftbröbchen wieder. Acqua di Gio und Idol. Danke, Julia, fürs Verpacken. Genau. Diverse Cremes. Und mega cool, endlich ein neues Portemonnaie für mich. Wahnsinn. Ich benutze immer so Badetaschen. Weil ich immer viel Zeug dabei habe. Mega cool, ich freue mich drauf. Lass uns das mal auspacken. Pack mal raus. Vielleicht schnappt sich dir das. Wow. Das sieht ja cool aus. Das ist mega. Von Jean-Paul Gaultier. Ja. Nice. Cool. Ja, schön. Und kommen wir direkt zu dem Schätzelchen. Vielleicht hat der ein oder andere es auch schon mal gerochen oder selbst gekauft. Sehr schöne Dose. Ja, wunderschöne Dose. Ich bin ein bisschen kritisch aufgeregt. Oh, du hast sogar eine große Flasche. Ja. Wie viel sind das? 100? 100. Wow. 100 Milliliter habe ich jetzt 85 Euro für bezahlt. Geht. Und es ist ein wunderschöner Flakon. Mhm. Wir sprühen ihn direkt mal auf. Ja. Wir haben den auch schon mal im Laden auf jeden Fall gerochen, mehrfach auch schon aufgesprüht. Der hält ja tagelang an Klamotten, an Jacken, das ist ja Wahnsinn. Ja, wir verraten euch mal, was die Duftnoten sind. Und zwar haben wir da Bergamott, Ingwer, Blauer Lotus, Ylang Ylang, Iris, Heliotrop, Mandel, Vanille und holzige Noten. Ja. Oh ja, der Duft ist echt gut. Wie riecht er für dich? In welche Richtung geht das Ganze für dich so? Ja, leicht blumig. Mhm. Süß. Fruchtig auch, sehr fruchtig. Sagen, ja. Riecht ein bisschen apfelig. Ja. Finde ich. Holzig riecht man jetzt noch nicht raus. Es kommt wahrscheinlich dann erst später. Mhm. Aber so, ja, ist schon sehr sweet. Ganz, ganz leichten Ansatz von der La Belle nehme ich hier schon wahr. Ja, ganz definitiv. Leicht. Aber auch die, also noch fruchtiger, viel fruchtiger. Auf jeden Fall meiner Empfindung nach für den Sommer gut geeignet, würde ich sagen. Ja, es ist halt auch sehr vanillig. Und jetzt, wo du sagst, mit den La Belle, finde ich auch, dann riecht man so eine leichte Birnennote raus. Ja. Also schon dieses fruchtige. Ja, also wirklich echt gut. Ja. Der ist bestimmt total geil kompatibel mit deinem neuen Lebo. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ja, perfekte Düfte für den Sommer. Ja, auf jeden Fall. Kennt ihr das La Belle Le Fleur Terrible? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn du auf der Suche bist noch nach Nischendüften, dann schau unbedingt mal in dieses Video rein. Da haben wir die Commodity Fragrances getestet. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüssi.